und herzlich willkommen. Lass sie noch ein bisschen lächeln, oder? So, meine Damen und Herren, wie klingt das jetzt? Besser, gefühlt besser. Hallo, ich bin der Mieter. Mein Job heute Abend bei der Öffnungszeit des Bayern Slam ist, die Leute anzusagen in der ersten Runde. Die Regel beim Poetry-Slam, ganz schnell und einfach, selbstverfasste Texte, Zeitlimit einhalten und keine Hilfsmittel verwenden, außer des Textblattes. Mein Timing so winzig und meine Witze so getimt, mit meinen Texten schreine ich mir meinen eigenen Schrein. Boom! Moderieren, holt ihn raus mit einem Thunder-Breaking-Applaus, Michi Jakob! Applaus, Applaus, Applaus! Put your patchy hands together, Michi Jakob! Vielen, vielen lieben Dank für diesen, wow, für diesen tollen Applaus. Ich sag einfach mal einen wunderschönen guten Abend. Hallo Bayreuth! Geil, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie es jetzt auf der Seebühne Landesgartenshow mit 700 Menschen wäre. Die wären nicht so laut wie ihr. Wir haben das geilste Publikum der Welt. Vielen, vielen Dank. Und so stapfen wir, singen, sangen am Uferhang lang, pendeln behende zwischen Lavendel, wandeln, Tang behangen auf steinernen Wegen dem Trubel entgegen. Apart, Brokat und Wattelweich entfachen Infarkte von samtem Behagen in Kadenzen der Grenzenlosigkeit. Behindert sagt man nicht mehr, du Spast. Hausarbeiten, Hochschulreife, Hochschule, hoch hinaus, IHK, Ingenieur, Idee. Kurze Kalibre, kalifatgleiche Kassenschlager, motherfucking mindblowing, mankofreie Magnifikate, so einflussreich wie Beethovens letzte Sonate, BÄM! Zweifache Alliteration mit Vergleich hinten dran. Du denkst, du bist krass, weil du mehr Titel hast oder nur weil du fast 4 Jahre älter bist, passt dir mein Erfolg nicht. Und das freut mich. Die Wertung nach oben, bei 3, bei 2, bei 1, bitte jetzt eine 9,2, eine 9,0 und eine 9,4 zum Abschluss. 45,6 und damit ist Bayerischer Poetry Slam Meister im Ort.